Ja, howdy. Hier ist wieder euer Thorsten von den US-Tagen Mölln vom DRCM. Nach langer Zeit werde ich mich mal wieder hier melden. Und zwar sind wir diesmal bei unseren Freunden The Rockabilly Boys in Mölln. Die haben hier ein kleines Treffen. Dieses kleine Treffen ist eigentlich sogar recht groß. Coole Gruppen, gerade wer auf Rockabilly steht. Ich sitze jetzt hier gerade bei Ingo in seinem Cadillac. Baujahr 56 übrigens, habe mich natürlich vorher erkundigt. Und wir werden jetzt einen kurzen Rundgang hier einmal machen und werde euch ein paar Sachen erzählen und nochmal darauf aufmerksam machen, unseren TikTok-Kanal zu abonnieren. Wir brauchen unbedingt Abonnenten. Und zwar heißt es US-Tage-Mölln mit OE geschrieben. Und dann müsst ihr das abonnieren, damit wir über 1000 kommen, damit wir dann auch während unserer Veranstaltung live gehen können. Ne? Nicht vergessen. Aber wir sehen uns jetzt gleich erstmal vorne im Eingang. Ja, jetzt sind wir hier im Eingang. Ne? North and Rockabilly Part ist die zweite Party jetzt hier in Limrade. Das ist gleich nebenan von uns in Mölln. Brands Drüsensee, ne? Brands Gaststätte Drüsensee. Dann findet ihr das hier auf jeden Fall. Ist auch ein wenig ausgeschildert. Dankeschön, Kameramann. So, wir haben jetzt natürlich schon unser Armbändchen. Wir gehen jetzt mal rein und dann zeige ich euch mehr davon. Ne? Ja, jetzt stehen wir wieder an unserem Greyhound. Natürlich nicht unseren Greyhound, sondern das ist der Greyhound von Ingo. Den werden wir wieder haben bei unserem Treffen. 12. bis 14.8. nicht vergessen. Werden wir wieder so hinstellen, dass es für jeden schön ist und man kann ihn übrigens auch mieten. Also wer Kontakt haben möchte, kann über uns gehen, aber sonst Ingo Silos selber ansprechen, der ist auch wieder bei unserem Treffen. Und ja, hier steht er jetzt noch dort, bald wird er bei uns stehen. Bis gleich. Ja, nicht zu vergessen, natürlich muss man auch Klamotten da irgendwo haben. Ich habe die gerade angesprochen, die werden wahrscheinlich auch bei uns stehen. Rockabilly, die haben echt coole Klamotten. Nicht nur die Kleidung als solches, ja, sondern auch hier ein bisschen Schmuck. Ne? Also ihr findet dort alles Mögliche. Wer noch Bock hat und noch Zeit hat, hier denkt dran, das ist hier in Limrade, gleich um die Ecke. Kein langer Weg. Notfalls kann man auch zu Fuß gehen, wenn man ziemlich dicht bei wohnt. Aber auf jeden Fall ist es hier ganz cool und coole Musik. Wir gehen gleich noch mal kurz zur Bühne. So. Jetzt sind wir im Bühnenbereich. Ihr versteht mich jetzt wahrscheinlich kaum. Aber wir gehen jetzt mal hinter den Boxen. Natürlich könnt ihr jetzt noch recht viel Platz haben, aber nachher wird es hier brechend voll. Es ist eigentlich schon recht brechend voll. Schon sehr gut besucht. Wurst und sowas ist alles für gesorgt. Ansonsten werde ich gleich noch zum Ende mal zum Schluss kommen. Wir sehen uns dann gleich. So, jetzt sind wir wieder im Ausgangsbereich. Denkt dran, kommt hier vorbei, wenn ihr coole Musik hören wollt. Und schöne Bands gibt hier, schöne Frauen auch, schöne Männer, was weiß ich. Ihr kennt mich, wie ich bin. Aber das war's erstmal für heute. Denkt dran, 12. bis 14.8. unsere US-Tage Mölln. Und wer noch nicht sich gebucht hat oder sich noch nicht angemeldet hat, Camper, nichts vergessen. Und ich wiederhole es, TikTok, US-Tage Mölln mit OE geschrieben. Abonnenten brauchen wir. Abos, Abos, Abos. Ansonsten wünsche ich euch was. Noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.